Ich ging in die Wälder, denn ich wollte wohl überlegt leben und nur den wesentlichsten Dingen des Lebens gegenüberstehen. Ich wollte versuchen, ob ich nicht seine Weisheiten empfangen könnte, damit ich nicht in der Todesstunde inne würde, dass ich gar nicht gelebt hatte. Nichts anderes als das Leben wollte ich leben. Das Leben ist so kostbar. Wenn es irgend möglich war, wollte ich nicht verzichten. Intensiver leben wollte ich, das Mark des Lebens in mich aufsaugen. Hart und spartanisch wollte ich leben, um alles auszurotten, was nicht Leben war, einen breiten Schwaden zu schlagen über dem Boden. In die Enge wollte ich das Leben treiben und es auf die einfachste Formel bringen. Die meisten Menschen leben nämlich, wie mir scheint, im Ungewissen, ob das Leben göttlich oder teuflisch ist.
Noch immer kriechen wir am Boden wie die Ameisen. Dabei lehrt uns die Sage, wir seien vor langer Zeit in Menschen verwandelt worden. Wie Pygmäen kämpfen wir gegen Kraniche. Irrtum häufen wir auf Irrtum, Stückwerk auf Stückwerk. Selbst unsere höchsten Kräfte verwenden wir auf überflüssige, vermeidbare Erbärmlichkeiten. Wir vertrödeln unser Leben mit Kleinigkeiten. Einfachheit. 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 Ich sage euch, beschäftigt euch mit zwei oder drei Angelegenheiten, nicht aber mit 100 oder 1000. Oft möchte ich das Leben mit beiden Händen ergreifen und fast wie ein Tier leben.